Auf dem Weg zum Meistertitel musste der FC Rot-Weiß Erfurt zum amtierenden Meister, zum BFC Dynamo. Cottbus hatte schon vorgelegt, am frühen Nachmittag in Greifswald gewonnen. Mit dem Wissen ging es für Fabian Gerber und sein Team in dieses schwere Auswärtsspiel. RWE in den weißen Trikots mit Seidemann, 2 Tore, 1 Assist. Letzte Woche beim 4:0 gegen Greifswald, dann Tavares und Arthur Merkel. Der 12-Tore-Mann von RWE traf beim 4:1-Sieg im Hinspiel, geblockt von Chris Rea. Die BFC-Fans erst nach 15 Minuten dabei. Sie hatten boykottiert nach den letzten Leistungen der Mannschaft. Vor allem nach dem peinlichen und gleichzeitig bitteren Aus im Landespokal bei Berlin-Ligist Sparta Lichtenberg. Das große Ziel, Pokalsieg, dadurch futsch. Der BFC mit Chris Rea, 4 Erfurter mit dabei. Rea da flanken auf Joey Breitfeld. Das 1:0 für die Berliner in der 21. Minute nach der ersten richtig gelungenen Aktion. Und die Fans rechtzeitig zurück waren wieder on fire. Große Aktien des Treffers gehen auf das Konto von Chris Rea. Erfurt darf ihn natürlich nicht flanken lassen. Und Breitfeld einmal getroffen beim 2:0 gegen den Berliner AK. Jetzt Saisontor Nummer 2 gegen die Laufrichtung von Franco Flückiger. Die 33. Minute, Freistoß Erfurt, Arthur Merkel. Kein Problem für Kevin Sommer im Tor. Erfurt war gut drin, ohne die wirklich große Torgefahr zu versprühen. 45. Minute, Seidemann einfach mal hoch rein und dann Weinhauer. Völlig allein gelassen, aber etwas überrascht. So kein Problem für Sommer. Beste RWE-Chance. Kurz vor der Halbzeit, so ging es mit der 1:0-Führung für den BFC in die Pause, in der Philipp Schulz verabschiedet wurde bei den Dynamos. 141 Spiele absolvierte er für den BFC. Es gab seine 7 eingerahmt, wechselte im Januar zur Oberligist Tasmania Berlin. Zweite Hälfte, Freistoß Marvin Kleiss, 49. Minute. Kleiss findet Blum und das 2:0. Für den BFC. Innenverteidiger Michael Blum mit verhaltenem Jubel, genau weil es viel Kritik gab in Richtung Mannschaft, auch viel Kritik in Richtung Blum. Der Kapitän gibt die richtige Antwort, sträflich freigelassen von den Erfurtern, und dann köpft er ein. Sein erstes Saisontor. Flückiger ist noch dran, kann den Gegentreffer aber nicht verhindern. 52. Minute, Erfurt musste jetzt aufpassen. Der Bock von Starzew und dann Cedric Euschen und Flückiger. Das Team von Heiner Backhaus wollte die Entscheidung. Was kam von Erfurt? Offensiv bislang nicht viel. Dann Starzew, der zieht nochmal auf und findet Merkel. Sommer, die Latte und Alazawe. Felsberg hat nochmal die Chance. Er, der einzige Neue nach dem 4:0-Sieg gegen Greifswald in der Startelf. Merkel halb Schulter, halb Kopf, dann haut Sommer alles raus. Alazawe in letzter Sekunde und Felsberg rutscht der Ball über den Schlappen. 64. Minute, wieder Erfurt, der eingewechselte Nazareno Cicciarelli wird geschickt, will den vielleicht ins lange Eck chippen oder jemanden in der Mitte suchen, hätte lieber den Abschluss suchen sollen. Andere Seite, die Ecke vom BFC und dann Chris Rea am zweiten Pfosten ans Außennetz. Rea, der Dauerläufer vom BFC, verzieht. 84. Cicciarelli gegen Greifswald eingewechselt und getroffen. Und auch hier war er der Mann für die Ideen. Auf Kämpfer! Nur noch 1:2. Aussicht von Rot-Weiß Erfurt. Der Anschlusstreffer, BFC-Keeper Kevin Sommer ohne Chance. Paul Kämpfer, 19 Jahre erst alt, aus der Jugend vom Chemnitzer FC. Er kam im letzten Sommer nach Erfurt. Das ist sein erstes Tor für RWE im 12. Einsatz. Erfurt wieder dran, er bleibt ganz cool. Vor Sommer überlegt, eingeschoben. Sehr platziert von Paul Kämpfer. Und natürlich wurde es jetzt ein anderes Spiel. Merkel richtet die Haare, 86. Die Ecke auf den zweiten Pfosten, da sind Aaron Manu und Ben Luca Moritz behindern sich da gegenseitig. Manu mit dem Kopfball. Es fehlen knapp 30 Zentimeter. RWE-Coach Fabian Gerber suchte nach Lösungen. Vater Franz ging tief in sich für den Ausgleichstreffer. Und Torwart Flückiger kam mit nach vorn für die letzte Aktion im Spiel. Die Ecke, Samuel Bieg. Aber der Ball landet nur auf dem
Netz. Danach war Schluss. Der BFC Dynamo schlägt Rot-Weiß Erfurt. Die Jungs wollten heute einfach beweisen, dass wir mithalten können, dass wir eine gute Truppe sind. Wir haben viele Punkte liegen lassen, unnötigerweise, muss ich sagen. Deswegen können wir so selber nicht mehr ins Meisterschaftsrennen eingreifen, aber trotzdem ist es schön zu sehen, dass wir auch mit den Top-Teams mithalten können. Wir haben uns den Sieg verdient erarbeitet, haben, glaube ich, die bessere Zweikampfführung gehabt und trotzdem würde ich heute lieber im Pokalfinale des Berliner Landespokals stehen, als hier den vermeintlichen Tabellenführer zu schlagen. Weit nach Abpfiff der Austausch zwischen beiden Trainern. Am 2. Mai spielt der BFC in Cottbus. Erfurt haben sie schon geschlagen. Vielleicht werden sie das Zünglein an der Waage im Meisterkampf. Wir werden auch so nach Cottbus fahren. Das habe ich den Erfurtern gerade versprochen, dass wir dieselbe Breitseite von uns auch, was Mentalität, Moral und Disziplin hat, dass wir es auch erwarten können von uns. Wir machen weiter wie bisher. Also ob wir jetzt Jäger sind oder Gejagte, ja, ist eigentlich egal. Also klar, am liebsten ist man ganz oben, aber man muss am Ende ganz oben sein. Deswegen ist jetzt noch nichts entschieden und jetzt jagen wir. Erfurt patzt beim BFC Dynamo. Die Berliner rehabilitieren sich ein wenig nach den letzten Wochen.